Hey Leute, ich bin Eva. Willkommen bei Alles Eva Gaming. Heute ist Mara dabei. Hello! Und heute spielen wir mal ein paar Satisfying Spiele in Roblox. Ich weiß nicht, wie Spiele Satisfying sein können. In Roblox auch noch, aber wir werden es jetzt sehen. Und die Baby ist dabei. Hi. Wir werden mitspielen. Dann lässt es nicht sehr Satisfying. Nee, aber für sie, das ist für sie ordentlich Satisfying. Most satisfying game. Also das hat ja hier, sind aber Spieler drin. Waiting for an available server. Okay. Nein, wir sind die einzigen. Sind wir jetzt die einzigen da drin? Okay, wenn man das auf ist, geht's kaputt oder was? Ach, das ist das satisfying Ding, man kann es so umschmeißen. Das ist ja cool. Warte. Wisst ihr noch, als man als Kind so Türmchen gebaut hat und dann war jemand zum Spielen da, der hat auch Türmchen gebaut. Und irgendein Kind hat immer die Türmchen von den anderen umgehauen. Jetzt kann man das im Das Kind Spiel war machen. Immer doof. Ich bin das doofe Kind. Hey, ich mag den Turm. Ich will. Weg damit. Warte, ich versuche. Gibt's da noch irgendwas anderes? Sollte man da nicht auch? Nee, das war's eigentlich. Echt? Nee, aber das verspricht, ist ja gar nicht das, was es verspricht mit dem Kinetic Sand durchschneiden. Oh. Will it shred satisfying ASMR? Shredding game? Okay, da werden Sachen kaputt gemacht. The best list life. Waiting for an available server. Oh, das nächste gibt's in ein paar Sekunden. Nein, stell dir vor, du wirst geschreddet. Oh nein, Amy. Hallo, Shredder. Pine tree. Okay. Nadelbaum. Pinie, okay. Auch gut. Wenn man jetzt immer 25 Sekunden ist eine sehr lange Zeit, muss ich euch sagen. Nein. Was? Das ist sehr unbefriedigend, da so lange warten zu müssen, muss ich sagen. Wir sollen nur sehen. Außerdem bist du schon geschreddet, dass das Spiel nicht kollabiert ist deswegen und sich resettet hat, wundert mich. Was kommt jetzt? King Muffin survived. Okay. Barely. Nein, das was mag soll ich das? Nicht. Offroader. Was okay, ist irgendein das? Auto wohl. Ach nee, guck mal, jetzt muss man noch mal warten. Ach jetzt, okay. Deswegen gibt die so lange Zeit, weil manchmal es so lange dauert. Das ist nicht. Da kann ich hier gleich auf YouTube gehen. Ordentlich Satisfying Roblox. Oder kennt ihr, wenn ihr so ein Roblox-Spiel hattet, was ihr so lange Zeiten gespielt habt und dann den Namen vergessen habt und könnt ich nicht mehr finden? Oder ihr habt ein Video bekommen und gesagt, das ist das beste Roblox-Spiel jemals. Und die haben nicht gesagt, welchen Namen da kommt. Ja, das stimmt. Und dann könnt ihr es selbst nicht finden. Ja. Oh, das ist bestimmt. Das ist ja mal cool. Das hat mir gefallen. Das fand ich stark. Oh, cool. Was ist das? Walk Speed. Das ist normal. 50. 100. 150. Bitte. Warte. 200 Walk Speed. Hey Leute, schaut unbedingt in meinem Merch-Shop vorbei. Den verlinke ich euch unten in der Infobox. Was gibt's noch? 500 Walk Speed. Oh, was? Dominos. Oh, wie cool. Oh, das ist toll. Ja. Oh, ja. Das ist toll. Oh, es ist nicht ganz. Aber warte, ich will mir noch die anderen angucken. Okay. Weil das ist richtig cool. Das ist richtig cool. Und wie kommst du jetzt wieder hoch? Ach, jetzt musst du da wieder. Oh ja, genau. Wow, das sieht cool aus. Das ist schon okay, gut. Wir werden jetzt keine Walkspeeds mehr machen. Davon haben wir schon genug. Ich werde mir nur 50 Walk Speed geben, damit es ein bisschen schneller wird. Okay, verstehe. So gut. Die Dominos haben wir schon umgeschmissen. So gut. Ah, jetzt sind die wieder aufgestellt. Krass. Oh, da sind noch mehr Dominos. Ah, ich denke, ich muss von hier die Dominos. Hier, genau. Schmeißen. Wow. Lol. Oh, außer nicht alle hier. Gefallen. Schade. Hier, warte. Die wollen einfach nicht. Okay. Okay, gut. Jetzt bist du bereit. Satisfying. Jawohl. Vorne. Bam. Das ist schon toll. Aber das sind auch nicht alle umgefallen. Wie im echten Leben. Ja. Punkt, 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 Punkt. Krass. Lol, und das ist doch so. Warte. Kannst du es von der Seite umschmeißen in die andere Richtung? Ja. Das sieht jetzt seltsam aus. Yep. Oh, jetzt hast du es alles ruiniert. Okay. Gut, so weiter geht's. Oh, da sind noch mehr. Mehr Dominos. Ich glaube, das ist alles nur Dominos. Nein, das ist nicht nur. Oh, das wird jetzt schön. Das wird jetzt schön. Oh, das ist satisfying. Das ist mal ein Spiel, das hält, was es verspricht.
Ja. Nicht so wie Sandro, wo einfach ein böses Kind ist. Ja. Das ist gemein. Okay. Und dann lauf mal da hoch. Was gibt's da? Da kann man bestimmt Murmeln runterfallen lassen. Oder? Da ist man, denke ich, die Note. Ach, guck mal, da ist die Murmel gerade runtergefallen. Oh, warte. Ja. Ja. Oh. Und dann fliegen die da weg. Murmel, warte. Okay, gut. So, also ich denke, das war's eigentlich. Ja, das ist aber cool. Das gefällt mir. Mir auch. Also das würde ich recommenden. Das würde ich auch empfehlen, ja. So, so, so. Mal schauen, welches sollen wir jetzt nehmen? Welches noch? Satisfying Simulator. Destruction. Okay. Also da kann man wohl was kaputt machen. Obbys, Speedrun. Ja, muss es ja Satisfying sein, wenn der Name sogar Satisfying Gaming. Okay. Ist dunkel da drin, hä? Und? Destruction! Oh, guck mal, da ist noch jemand. Ist das? Genetic Girl. Was bedeutet das? Das ist, Genetic ist, wie sagt man denn auf Deutsch? Das ist ein generisches, also einfach, das ist ein NPC. Oh. Lol. Ich finde nicht wieder. Ich finde das jetzt aber nicht satisfying. Nee. Sachen kaputt zu machen. Wir testen hier für euch, damit ihr nicht testen müsst. Wie wär's? Satisfying Cubes. Okay, Cubes sind immer irgendwie cool. Ich bin so cool. Mit 42 ist das irgendwie nicht mehr cool. Oh, ist das ein Magic Carpet? Wie cool. Setz ich mir drauf. Oh mein Gott. Krass. Hast du dein Carpet verloren? So, Bloxy Boy, vielleicht hättest du es auch in der Description. Und jetzt hoch. Das wird jetzt echt satisfying. Aber es ist lustig, dass man den Teppich so vor sich hält und nicht drauf liegt. Cool. Ei, wie schön. Wow. Krass. Wow. Baum. Nein, nein. Was wird's jetzt? Pyramid. Anderes Zeug, was ich nicht identifizieren kann. Identifizieren. Und jetzt, Pyramid. Noch eine Pyramide, ja. Etwas, was ich nicht identifizieren kann. Das Wort magst du nicht richtig sagen, gell? Ja. Okay. Ja, komm, nächstes. Das ist das war ja interessant. Das ist kurzzeitig amüsant, aber wenn man... Satisfying Keyboard. Oh, ich darf es nicht spielen. You crush Satisfying ASMR Hydraulic Press Game. Okay. Okay, dann hat man so eine hydraulische Presse und... zerquetscht Sachen. Das war mal ein richtiger Trend. Oh, warte, ich muss crushen. Warte, wie crush ich? Ja! Ja! Yes. Ja! Oh, wie crusht man? Ich glaube mit dem da unten. Oh, das geht immer zwischen. Geht das einfach random runter? Ich glaube, da hast du überhaupt keinen Einfluss drauf. Guck mal, das geht einfach immer irgendwie runter. Ist ja doof. Da stand You Crush. Ja. Ich crush ja nicht. Satisfying. Da bei Spooky nicht mal mehr Months. NPC, hallo. Warum guck ich so? Sind das nicht eigentlich NPCs anstelle NPCs? Was meinst du? Machine Created Player und nicht. Mission? No person character. Ah, no person character. Hallo, Stifte! Das ist nicht satisfying! Vor allem sind da keine Stifte. Ah! Wir werden auch hier noch ein Spiel finden, was richtig cool ist. Das ist oddly satisfying. Hello. Warum siehst du ruhig? Das ist ja creepy. Das ist ja creepy. Und Noob? Warum war da Noob? Hallo Noob. Oh, das ist ein Spiegelbild. Auch wenn man sich da hinstellt, denkt man, ach, hi Noob. Euch. Ah! Nicht satisfying. Nee, aber ich bin voll creeped out. Nein. Aber schau mal. Was ist? ASMR? Oh, no. ARSF. Ich bin auch so blöd, ey. Oddly satisfying Obby. Wie das sieht das satisfying aus. Okay. Das sind auf jeden Fall schon mal coole Farben. Hallo Teddybär. Tschüss Teddybär. Das ist ja ganz schnell fertig. Bop, bop, bop. Ah! Ja, ist ganz schnell fertig. Eva gibt auch. Nein! Oh, vielleicht kannst du mal ASMR oben reinschreiben. Das wäre vielleicht noch ganz cool. Ja. ASMR. Oh. Gacha ASMR. Ich habe noch Puppets. Es hat Gacha drin. Und es hat ASMR. Und es hat Obby drin. Und super süßen Linksbums. Oder? Oh, das ist nicht Gacha oder ASMR. Es ist nur eine doofe Obby. Die passt ja jetzt. Nein! Ah ja, das habe ich schon mal gesehen, denke ich. Ah! Da kann man so Sachen poppen. Oh, wie cool. Da sind richtig viele Leute drin. Ja, wenn Poppet drin ist, dann werden Leute schon denken, ich geh rein. Ah, das ist irgendwie cool. Ja, mein Bubble.
Du kannst dann gleich nochmal Fidget eingeben, mal gucken, was passiert. Ja. Warte, ich will erstmal hier nochmal gucken. Okay. Poppet Fidget Toy Working On. Oh, da gibt's ganz Fidget viele. Toy Game New Update. Oh, das ist ja interessant. Wow! Muss man da erstmal was kaufen, oder was? Nee. Wow! Es ist nicht echte Fidgets. Man hat sie nur da, man kann sie aber nicht richtig fidgeten. Oh, man kann Gesichter bekommen. Oh. Und die hat man dann nur in dem Spiel, oder was? Ja. Zeig, guck mich mal an, dass ich dein Gesicht sehe. Hat das geklappt? Ah, wie süß. Oh, wie lasse ich das nicht mal hin? Mein Gott, soll ich sagen, was ich zu diesen Blumen sage? Wow. Hallo, Princess Queen. Isst du dein Wow? Das ist ja falsch. Okay, das ist auch witzig. Das machst du gerne. Ja, das mache ich gerne. Das ist mal interessant. Aber wenn jetzt hier keiner da drin ist? Ah, das sind Fidgets. Kann man sich die wegnehmen oder kosten die? Nee, ich denke, die kann man sich einfach wegnehmen. Backspace to drop, okay. Verstehe, wie man die jetzt bekommt. Muss man wahrscheinlich am Computer spielen. Ja. Oh, das, aber so sieht das ja süß aus. Ist voll goldig, ja. Ja. Ich halte mich aus lauter Verzweiflung an meiner Kette fest. Fidget Trade nochmal. Okay, good. Das sieht interessant aus. Da sind drei Leute drin. Nice. Mit denen könnte man sogar traden. Fidget Cube. Das sind die Fidgets, die man hat. War ja, es wäre ein anderes Spiel. Auch warum sind wir so mini? Wo sind die Leute? Da sind die Fidgets. Okay, das ist ja doof. Verstehe nicht, wie ich das machen soll. Das ist ja komisch. Komm, wir gehen wieder raus. Kannst du nochmal Kinetic Sand eingeben? Fidget Toy Game. Free Admin 2. Das sieht interessant aus. Zumindest ist schon mal nicht so dunkel und ich mag die Blumen am Himmel. Bananas! Weil wer hat keine Blumen am Himmel, bitte? Hi. Okay, aber da hat sich jemand richtig Mühe gegeben. Nicht sehr. Ich will die Rutsche hoch. Ich will sie unbedingt hoch. Unbedingt will ich so hoch. Die Rutsche ist eine Rutsche und war sie eine Rutsche, das will ich runter. Das ist nicht sehr satisfying. Wow! Doch, das finde ich schon sehr satisfying. Wow. Das finde ich schon ziemlich cool. Oh, was ist das krass! Denn? Oh nee, geht's das ist voll dreckig und die Person ist irgendwie. Ich will gar nicht wissen, was mit der Person ist. Ah, nein, neue Spiel. Oh, jetzt habe ich das Gefühl, ich müsste duschen, obwohl das nur ein Spiel ist. Also, das war. Naja. Das war ein Satz. Das war oddly unsatisfying, oder? Ja. Dann gehen wir nochmal ganz kurz in deine Gruppe. Ups, nein, nicht bei Friends, Gruppe. Und wir danken uns bei euch für 64.000 Gruppenmitglieder. Dankeschön. In der Hashtag Club Ava Gruppe. Und grüßen zwei. Erste Shoutout geht an Mia. Hallihallo, Mia. Und noch an, wie wär's? Hello, love nobody. Hallihallo. Dann würden wir uns über einen dicken Daumen nach oben freuen und wir sehen euch dann beim nächsten Mal, ihr Lieben. Ciao.